Warum entwickeln sich Täter so, wie hier beschrieben? Er möchte Aufmerksamkeit bekommen dafür, damit er entdeckt wird, damit es aufhört. Auch er will aufhören, nur er kann es nicht. Ich heiße Jürgen Schubert, ich bin Mordermittler. Wir werden jetzt zum Start der 7. Staffel von Bosch bei Prime Video Harry Bosch einmal auf die Finger schauen. Ja, das ist nicht so real. Also in Deutschland macht das die Polizei anders. Das ist ein ganz klarer Fall für die Kriminaltechnik. Niemand, aber auch wirklich niemand, geht an diesen Leichnam heran, bis die Kriminaltechnik den Tatort freigegeben hat. Dazu gehört auch, dass ein Rechtsmediziner hinzukommt und sich den Leichnam auch anguckt und das Ganze eben auch unter entsprechenden Schutzmaßnahmen. Jeder kennt die vielleicht, diese weißen Anzüge. Also das, was Harry da gemacht hat, würde hier so nicht stattfinden. Am oberen und unteren Ende sehen Sie jeweils die Wachstumsfugen. Wenn wir jetzt mal den gefundenen Knochen daneben legen, sehen wir, dass der von einem Kind stammt, Detective. Da gibt's keinen Zweifel. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Knochen gefunden werden. Ungewöhnlich ist, dass man gleich so einen Fachmann hat, der den Knochen findet. Und dieser Fachmann ist eben davon überzeugt, dass es ein Kinderknochen ist. Und er spricht von einem Spiralbruch. Das deutet darauf hin, dass das Kind in irgendeiner Form verletzt wurde durch körperliche Misshandlungen. Wenn wir Knochen finden, wie in diesem Falle, dann würden wir in jedem Falle einen Rechtsmediziner hinzuziehen oder den Knochen zu einem Rechtsmediziner tragen, um ihn bewerten zu lassen, denn es geht ja noch um ein anderes Thema. Es geht ja auch um die Frage, wem gehört dieser Knochen? Stichwort ist da DNA. Also, ich kann da beim Klettern nicht auch noch den Hund halten. Lassen Sie sie einfach laufen und ich versuche dran zu bleiben. Da wünsche ich viel Glück. So, such den Knochen, los! Ja, wir haben gesehen, dass der Hund offenbar deutlich fitter ist als Harry Bosch. Wir glauben aber, das liegt sicherlich an seinem Rucksack. Es ist ein Stück weit natürlich überspitzt, wenn man sich von einer Privatperson einen Hund ausleiht. Es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, speziell ausgebildete Polizeidiensthunde oder eben Hunde aus anderen Organisationen herbeizuziehen. Detective Bosch, 1989, lag neben dem linken Beckenkamm, stammt wahrscheinlich aus der Tasche des Opfers. Ziemlich guter Anhaltspunkt, begrenzt es auf 25 Jahre. Ja, ich möchte auf noch zwei Dinge hinweisen. Tiefe des Grabs und örtliches Terrain. Ich höre, Doc. Das widerspricht sich eigentlich. Es war kein tiefes Grab. Im Grunde ist die Leiche nur locker mit Erde und Blättern bedeckt worden. Und das spricht für Panik. Schlechte Planung. Andererseits ist es einsam gelegen, schwer zugänglich. Und das wiederum spricht für Vorsatz. Ja. Ganz wichtig hierbei ist, dass ein Rechtsmediziner hinzugezogen wird, denn wir haben ja mitbekommen können, was dieser Mediziner alles schon im ersten Sehen uns sagen kann als Polizei. Also ganz, ganz wichtige Geschichte, Rechtsmediziner an den Fundort von Leichen oder Leichenteilen. Auch das Auffinden von Gegenständen, wir könnten sagen von zeitgenössischen Gegenständen, wie hier diese Münze, gibt natürlich Anhaltspunkte. Das sind keine Beweise, dass dieses Kind aus diesem Jahr, aus dieser Zeit kommt. Es hat schlichtweg nur eine Münze in dieser Tasche gehabt, aber andere Dinge wie zum Beispiel Reste der Stoffe, die gefunden worden sind, können uns helfen, den Zeitraum des Verschwindens und des Tötens näher einzugrenzen. Dieses Kind war das Opfer von fortgesetzter heftiger Gewalteinwirkung. Ständige Misshandlungen führen häufig zu Störungen des Wachstums und die können die entsprechenden Schätzungen weitgehend wertlos machen. Was man dann erhält, ist ein altersuntypisch kleines Skelett, bei dem die langen Röhrenknochen kürzer sind als erwartet. Wie alt war er denn? Also ich würde sagen, unter Vorbehalt 12 oder 13. Todeszeitpunkt, da haben wir die Münze. Also frühestens 1989. Sie glauben, er hat so lange da oben gelegen? 25 Jahre? In Kombination mit den Operationstechniken hier ergeben sich 18 bis 24 Jahre. Der Rechtsmediziner, der das Skelett beurteilt hat, nachdem er es weitgehend zusammensetzen konnte, hat ganz hervorragende Erkenntnisse sammeln können, die uns als Polizei natürlich helfen. In Anbetracht der nicht erfolgten ärztlichen Behandlung nehme ich an, dass das eher kein Unfall, sondern wie besprochen eine weitere Misshandlungsverletzung war. Ich muss kurz mal. Machen Sie weiter. Bosch ist auch nur ein Mensch und wir haben gesehen, welche Reaktionen es bei ihm ausgelöst hat. Diese Geschichte, die uns der Rechtsmediziner auch im realen Leben uns Mordermittlern erzählt, die berührt, die nimmt einen mit. Man muss nur aufpassen, dass sie diese Geschichte jemanden nicht komplett einnimmt. Denn wenn man eingenommen ist, ist man auch schnell voreingenommen. Das wurde im Rucksack gefunden. Den hat er von ihr bekommen.
es war sein wertvollster Schatz. Er hat ihn überall mit hingenommen. Ja, sogar mit ins Bett. Ja, und das ist natürlich für Polizeibeamte, für Kriminalbeamte, die in eine solche Situation gehen müssen, keine einfache Sache. Es wird niemals so sein, dass Angehörige von der Todesnachricht, die sie jetzt bekommen, nicht überrascht sind, auch wenn sie sie vielleicht erwarten. Und das durchzustehen ist für Kriminalbeamte auch nicht einfach. Wir sind ja keine Klötze, wir sind keine Steine. Das nimmt uns mit. Wir gehen nicht gleich wieder weg, indem wir sagen, wir haben unsere Arbeit erledigt und verschwinden wieder und lassen den Menschen, die Angehörigen mit ihrem Schicksal, was sie jetzt gerade erfahren haben, allein. Sondern wir bleiben da, wir halten Hand, wir geben Trost und bleiben an der Seite. Ich hatte gehofft, dass meine Kinder ohne mich womöglich besser dran wären. Besser dran? Mit einem gewalttätigen Alkoholiker? Ich wünsche, dass Sie jetzt gehen. Sie beide. Wenn es noch etwas gibt, können Sie meinen Anwalt kontaktieren. Lässt uns kurz allein, Jerry. Ich möchte, dass Sie auch gehen. Ich glaube auch, dass der Kollege, der jetzt weggeschickt wurde, gemerkt hat, dass es gut wäre, wenn er geht, weil Harry war jetzt insofern die bessere Figur. Und er konnte dann ja auch tatsächlich noch sich der Mutter der Frau nähern. Was mag schwieriger sein, mit Tätern zu sprechen oder mit Angehörigen oder mit Zeugen zu sprechen? Für mich ganz persönlich ist es so, dass ein Tätergespräch das anstrengendere ist, weil man viele Dinge nicht sagen darf, die man vielleicht schon weiß. Hinweis ist da jetzt Ergebnisse aus einer kriminaltechnischen Untersuchung. Also das spannt schon sehr an und deswegen gibt es auch nicht nur für den Beschuldigten, den man da gerade vernimmt, eine Grenze von Zeit, die man mit ihm zusammen verbringen darf. Man hat auch eine eigene Grenze in solchen Vernehmungssituationen. Er war sicher tot, als Sie ihn nach oben getragen haben? Er war tot. Ich konnte ihn nicht wieder aufwecken. Und Sie haben ihn ganz allein darauf getragen, Mr. Delacroix? Ohne Hilfe? Ich hab's getan. Ganz allein. Ich glaube zu erkennen, dass Bosch zweifelt, dass dieser Vater tatsächlich seinen Sohn umgebracht hat. Es geht immer um die Objektivität von Beweismitteln. Die Aussage eines Beschuldigten ist das eine, aber die Objektivität von Beweismitteln müssen zu dem passen, was man hört, was man gesagt bekommt. Ein Bauchgefühl von Ermittlern spielt sicherlich auch eine Rolle. Wir arbeiten nicht mit Festlegungen, der war es oder der muss es gewesen sein, sondern wir bilden Arbeitshypothesen und durch unsere Ermittlungsarbeit schließen wir die eine Hypothese aus, die andere wird vielleicht dadurch gestärkt und so nähert man sich einem Ergebnis. Wir haben eine Stoffhaube und ein Seil sichergestellt. Und er wurde vergewaltigt. DNA? Wir warten noch auf den Abgleich mit dem Profil des Verdächtigen. Bezüglich der Vergewaltigung, die anale Penetration führte zu multiplen Risswunden, aber zu keiner Vitalreaktion. Der Sex war postmortem. Korrekt. Er spricht mit ihr über die Todesursache. Das ist völlig richtig und auch völlig in Ordnung und muss auch sein. Natürlich muss klar sein, an was ein Mensch gestorben ist. Und auch die Begleiterscheinungen, die die Rechtsmedizinerin schildert, sind von elementarer Wichtigkeit. Wir haben alles durchforstet. Vor 94 hat der Typ nicht existiert. Wir wissen immer noch nicht, wer in Wahrheit ist. Bist du deshalb gekommen, damit ich dir mit Waits helfe? Nein, um Maddie und dich zu sehen. Blödsinn. Ich dachte nur, nachdem ich sowieso hier bin. Das war mal. Ich mache kein Profiling mehr. Außer am Spieltisch. Das würde bei uns so nicht stattfinden. Wir würden nur Menschen mit Inhalten zu Fällen betrauen, die auch bei der Polizei sind, die offiziell eingebunden werden können. Meine Frau zum Beispiel, mit der ich schon ganz, ganz lange verheiratet bin, weiß nichts von meinen Fällen, aber natürlich merkt sie, dass es mir nicht gut geht und hilft mir mit den Möglichkeiten, die sie hat. Mörder mit derartigen Verhaltensmustern sind als Kinder üblicherweise missbraucht worden. Also denke ich, ist er als Junge vergewaltigt worden. Und das, was als Rache begonnen hat, ist dann zu einem Zwang geworden. Das mit der Kassiererin, die Geschichte mit dem Truck, er durchbricht sein Muster. Warum entwickeln sich Täter so, wie hier beschrieben?
Die Frage liegt natürlich in der Persönlichkeit von diesen Menschen. Und die Erlebnisse, die dieser Täter als Kind gehabt haben soll, sollen sich denn ja in der späteren Zeit in seinen Taten ausgelebt haben. Diese Taten werden oftmals immer weiter eskaliert. Das heißt also, wenn ich heute in Anführungsstrichen bitte zu verstehen morde, dann morde ich in den nächsten Morden wieder und irgendwann kommt es vielleicht zum sogenannten Übermorden. Das heißt, ich bringe jemanden um, zweifach oder dreifach, mit zweifacher oder dreifacher Gewalt. Eine Gewalt hätte genügt. Wir können glauben, dass ein Täter immer nach demselben Motiv, mit demselben Motiv, mit demselben Muster arbeitet, aber irgendwann, und das soll hier auch der Fall gewesen sein, hat er eine Situation erzeugt, die nicht mehr gewöhnlich ist für seine vorherigen Taten. Er möchte Aufmerksamkeit bekommen dafür, damit er entdeckt wird, damit es aufhört. Auch er will aufhören, nur er kann es nicht. Geschlossene Tür links. Harry Bosch und sein Kollege gehen hier ziemlich beherzt vor, gehen in das Haus, in dem sie vermuten, dass der Täter dort aufhältig sein könnte. Ob das mit deutschem Recht so vereinbar ist, das sei mal dahingestellt. Wir haben natürlich Regeln. Und die Regeln lauten, dass wir, wenn wir in ein Haus gehen wollen, einen richterlichen Beschluss brauchen. Es gibt Ausnahmen. Wir nennen das Gefahr im Verzuge. Würde der Täter wieder geflüchtet sein oder würde irgendetwas anderes tun, dann kann man darüber nachdenken, ob man das erlauben kann, ob man das machen möchte. Wir müssen den Kerl finden. Ich brauche Sie auf der Straße, um ihn aufzuspüren. Ist das nicht schon verjährt? Das war vor 20 Jahren. Er war minderjährig. Das entscheidet der Staatsanwalt. Alles klar, verteilen Sie das. Heften Sie es an Ihre Sonnenblende. Überprüfen Sie Drogenumschlagplätze. Reden Sie mit Ihren Informanten, mit jedem, der ihn gesehen haben könnte. Wir sind von Anfang an bestrebt, aufzuklären, was hier passiert ist. Und wir wollen ein Ergebnis haben, mit dem wir alle umgehen können. Ein Ergebnis heißt aber nicht, dass ich das herbeizwingen möchte, sondern ich versuche mit der Mordkommission zusammen herauszufinden, was tatsächlich geschehen ist. Wenn es gelingt, ist es gut. Wenn es nicht gelingt, muss ich damit umgehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Bosch weitergeht, dann schaut doch die 7. Staffel bei Prime Video an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und gebt ein Like. Ich bin Jürgen Schubert vom BDK Niedersachsen.